Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich korrigiere dich ungerne, Burkhardt, aber es ist der sechste Powerhaushalt, an dem du mitwirkst, nicht zwei, drei. Es ist der sechste Powerhaushalt, den wir zusammen für die innere Sicherheit, für die Innenpolitik dieses Landes machen. Ich werde wahrscheinlich nicht beim Bundesparteitag der SPD ein Rederecht bekommen. Deswegen nutze ich die Gelegenheit hier mal. Nachher werde ich noch gewählt. Die Gewerkschaften suchen händeringend nach Kritik seit sechs Jahren. Die Opposition hält im sechsten Jahr lahme Reden hier bei unseren Haushalten. Die Bertelsmann-Stiftung lobt uns. Die Präsidenten der Bundessicherheitsbehörden sagen, so eine Epoche gab es noch nie an Investitionen in die deutsche Bundessicherheit. Ich glaube, diese Dynamik ist ein Erfolg der Großen Koalition aus zwei Legislaturperioden. Und wenn es bei euch nicht so viele machen, ich als Innenpolitiker kann nicht anders sagen, das geht in der Innenpolitik am besten mit euch. Und mit dir war es ein ganz besonderes Vergnügen, auch wenn du ein harter Hund bist. Dankeschön dafür. Meine Damen und Herren, der Innenminister hat es dargestellt. Das gehört zur Grund-DNA von Unionsabgeordneten. Wir haben eine unglaubliche Dynamik. Das sieht man an den Einwanderungsgesetzen, das sieht man an der Bertelsmann-Stiftung. Und wir werden diese Dynamik fortsetzen. IT-Sicherheitsgesetz, Verfassungsschutzreformgesetz. Ich gucke ein wenig in Richtung der Justizministerin, habe große Hoffnung, dass sie mit uns darüber konstruktiv redet. Rechtsextremismusbekämpfung, da lässt ein Innenminister, der aus Bayern kommt, wirklich keine Zweifel, denn der hat eine Referenz im Gegensatz zu Ihnen, Herr Dr. Hahn, wie man mit sowas umgeht. Meine Damen und Herren, das BKA und das BfV werden beim Rechtsextremismus eine zweite große Bekämpfungswelle starten nach NSU. Wir haben eine erste hinter uns. Das wissen alle, die länger hier in diesem Haus sind, was nach NSU hier gemacht wurde und in den Sicherheitsbehörden. Bitte nicht so tun, als fingen wir heute an. Die Bundespolizei, internationaler, breiter und komplexer in ihren Aufgaben, braucht dieses Personal, was jetzt im Plan vorgesehen ist. Lassen Sie mich eine Aussage machen, Herr Minister, an die Bundesregierung. Ich erwarte für den November, für die Notifizierung in Brüssel, nicht eine Antwort auf die Frage, ob wir die Grenzkontrollen in Bayern verlängern. Ich erwarte eine Antwort auf die Frage, warum wir das nicht für alle deutschen See-, Land- und Luftgrenzen tun. Denn das ist angesichts des Migrationsdrucks aus meiner Sicht die richtige Antwort. Was Emmanuel Macron kann, können wir auch. Und deswegen würde ich mir den Mut bei der Bundesregierung wünschen, dass wir diese Notifizierung machen. Das ist ja eine Benachrichtigung und keine Frage nach einer Genehmigung. Und jetzt ein letztes zum Bundesverwaltungsamt. Dieser Begriff ist ja unheimlich trocken. Ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, dass die immer irgendwie so ein bisschen hinten rausfallen. Wer Beraterverträge vermeiden will, sollte sich die Frage stellen, ob wir da nicht eine exklusive Behörde haben, deren Auftrag es ist, andere Behörden zu beraten, zum Beispiel im Thema Digitalisierung und IT. 7 Stellen von 137 Angemeldeten, darüber würde ich gerne noch mal sprechen. Wenn es hilft, benennen wir sie um in Federal Administration Group Cologne oder irgend so etwas, um nicht zu Boston Consulting zu gehen. Aber ich glaube, wir haben eine Bundesbehörde, die eine tolle Beratungskompetenz hat und weiter aufbauen kann. Und Digitalisierung ist ein Schwerpunkt der Regierung. Deswegen möchte ich um das Bundesverwaltungsamt werben, eine besondere Aufmerksamkeit ihm zu schenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jan König, AfD, ist der nächste Redner.